Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Vor ungefähr 2 Wochen habe ich Profile von euch bewertet, die ihr mir wiederum auf Twitch habt zukommen lassen. Das waren aber viel zu viele für ein Video, darum kommt jetzt Teil 2. Warum ich das Ganze mache und weswegen es so wichtig ist, habe ich im letzten Video, im ersten Teil, in den ersten 5 Minuten erklärt. Das Video ist verlinkt, guckt da am besten rein, wenn ihr nicht genau wisst, warum jetzt hier Profilbewertung. Das ist mit Timestamps gemacht und da steht Vorwort. Da ist alles erklärt. Let's go! Also beschweren kann ich mich dann normalerweise eher weniger. Nicht mein Lieblings-Spinnet-Fidget, dieser Batman-Fidget hier. Wir beginnen heute mit dem Profil von Easy4Easy aka Elijah. Hier ist nicht allzu viel zu sehen, also ich brauche gar nicht scrollen, ich sehe hier unten schon die Kommentare. Da kann man natürlich noch ein bisschen was reinwursten und was ganz wichtig ist, das habe ich auch eben im Teil 1 erklärt, ist dieser Bereich hier. Was direkt auffällt, ist, dass deine Spiele scheinbar auf unsichtbar stehen, beziehungsweise du nicht teilst, was du gerade spielst. Da würde ich grundsätzlich alles auf öffentlich stellen, das ist einfach das Nonplusultra, was den Trust-Faktor angeht. Das Alter vom Account ist, ich habe es beim letzten Mal ja schon gesagt, es gibt halt einfach neue Accounts. Das ist halt einfach so. Viele bekommen bei einer 1 hier direkt einen Anfall, weil sie sagen, oh Gott, Cheaters, Murph oder was weiß ich. Das steigt dann eh von alleine. Deine Spiele würde ich auf jeden Fall auf öffentlich stellen, noch ein paar Reviews schreiben. Also ich hoffe, dass noch andere Spiele vorhanden sind. Natürlich auch Screenshots und so weiter und so fort. Vielleicht noch ein paar reinwursten. Wir können hier mal kurz gucken, was du da abfotografiert hast. Guck mal, ja gut, Counter-Strike. Hm. Also auf jeden Fall hier aufbauen, Elijah. Ist schon so. Als nächstes haben wir hier Specky-Chan, aka Treffnix, Raffnix und was haben wir denn hier? Das ist eine sehr geile Meile, Monsieur. Hier sieht man auf jeden Fall schon etwas mehr, 104 Spiele, nicht schlecht, Herr Specht. Auch einiges hier unten zu sehen, läuft bei dir, sweet. Reviews kann man natürlich noch ein paar machen bei 104 Spielen, ich bitte dich. Steam-Profil, Alter 9, ja. Und natürlich, das habe ich beim anderen Profil noch vergessen zu sagen, bitte immer die Steam-Freunde durchgucken. Guckt, dass ihr da fast oder am besten gar keine wackgebannten Leute habt. Der Link zu Steam-Rep, das ist die Seite, mit der man das überprüfen kann, ist in der Videobeschreibung. Da ist meine Steam-ID hinten dran, die könnt ihr rauslöschen, einfach eure reinmachen. Und zack, schon geht's los. Sehr schickes Bild und da ist ein Hintern, aha. Wie gesagt, hier noch ein bisschen dran wursteln, aber so overall. Als nächstes kommt Kautau dran, sein Profil ist natürlich sehr, sehr hübsch. Naja, aber tatsächlich finde ich das hier sehr ansprechend. Das ist übrigens auch dieser grüne Hintergrund-Dingens, den McGreddle empfohlen hat für meinen Main-Account, weil er bei mir alles so auf grün gemünzt ist. Hier ist doch viel zu sehen. Nico direkt ganz oben. Ach, köstlich. Die Dumba war nicht als Mainstream-Gruppe Kautau, da hast du ein bisschen geschludert, ne? Aber sonst alles super. Hier kann man, wie ich die ganze Zeit sage, dran wurschteln. Und gerade bei 38 Freunden würde ich ganz genau gucken, dass du da keine Wackebanden drin hast, weil... Das ist halt dann schwierig, ne? Aber dein Account sieht schon relativ vernünftig aus, auf jeden Fall. Ja, Kirby, das ist jetzt natürlich Quatsch, ne? Da hast du aber gerade noch mal Glück gehabt, dass ich gefunden habe. So, hier auch wieder relativ vernünftiges Aussehen. 8 Jahre alter Account, ein Favorite Guide hier drin. Deine Recent Activity sieht auch nice aus. Favorite Game, 124 Spiele, 17... Oh, das ist ein Video. Aha, oh. Hier sind auch schon 5 Reviews am Start. Neues auch Sims, aha, guter Account. Ja, Freunde durchgucken und dann weitermachen. Naked Coco Dude, was haben wir hier? So. Bin ich hier auf allen Augen blind oder sehe ich nicht, wie alt dein Account ist? Ich wollte hier mal geschwind nachgucken, aber ich bin scheinbar zu dämlich. Naja, Favorite Game. Aber sonst auch ein hinnehmbarer Account. Hier ist natürlich noch ordentlich Arbeit zu verrichten. Aber in unserer Steam-Gruppe ist natürlich ein großes Plus, klar. Natürlich hier auch wieder Freunde überprüfen und gucken, dass du da keine gebannten Kokolori drin hast. Und als nächstes kommt Luke. Ein paar schöne Skidarisis, nice. Da haben übrigens auch ein paar gefragt, warum hast du dir nicht die Inventare angeguckt? Es ist halt, also weiß ich jetzt nicht, ob ich mich durch die Inventare durchklicken möchte und auch sollte, weil der Sinn des Videos ist ja so ein bisschen Tipps zu geben, wie man seinen Trust-Faktor verbessern kann und Skins sind halt jetzt nicht wirklich so der richtige Weg dafür. Sie schaden natürlich nicht, auf keinen Fall. Markttransaktionen und auf dem Markt Sachen zu kaufen und verkaufen, das hilft sicherlich, ganz klar. Aber Skins bei sich liegen zu haben, man hat früher gesagt, ja, im Overwatch kannst du dann einfach reincheaten und wenn du ein krasses Knife hast, dann raffen das die Legends nicht und die sagen, oh, der hat ein Knife, der cheatet bestimmt nicht. Aber das ist Quatsch. Wir haben bei Ghost so viele Cheater mit Hardcore-fetten Inventories weggebannt. Ja, also das ist Bums. Auch hier wieder relativ wenig, Freunde, also gucken, dass du da nicht irgendwelche Dödel mit dabei hast. Der Account ist 1 Jahr alt, das ist... Wie gesagt, da kriegen halt die meisten Leute, die seit 15 oder 15 Jahren auf Steam unterwegs sind und sich viel in Counter-Strike rumdrücken, die kriegen halt dann schon so ein bisschen kurz Panik, wenn man sieht, oh shit, mein Gegner, der hat praktisch einen brandneuen Account. Aber man kann das nicht oft genug wiederholen. Gerade mit CS2 kamen ganz viele neue und auch viele alte wieder mit dran. Und mit alte meine ich nicht, die halt ihren Account dann reaktiviert haben, sondern die vielleicht die Daten vergessen haben, aber gehört haben, oh, neues Counter-Strike, da gucke ich mal wieder rein und sich deine neuen machen. Wobei es schon lost ist, seine Daten zu verlieren, aber ein anderes Thema. Ja, Luke, hier drüben natürlich wieder Big Backe Kuchen, das ist klar. Ich habe jetzt hier noch 27 Stück, aber die werde ich jetzt alle pressen. Und da weiß ich ja nicht genau, wie ich damit weiterverfahren soll mit diesen Steam-Bewertungen. Ihr könnt ja einfach hier auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Beim letzten Mal war es hauptsächlich positiv. Ja, aber wenn sowas alle 14 Tage einmal kommt oder alle 3 Wochen einmal kommt, ist es vielleicht kacke. Aber mal schauen. So, der alte Wärmser. Schweine-Aim schon gut.
Aber das wäre es eigentlich gewesen, wären da, sorry, durchgefallen. Nee, alles gut. Also der Account sieht auch nice aus. Natürlich hier, wie immer, Wurschtelei und auch mit den Freunden gucken. Aber sonst kann man sich hier nicht beschweren. Der Account ist auch schon 14 Jahre alt. Das ist halt schon so ein Wort, wenn du einen alten Steam-Account hast. Ich kann es hier übrigens auch nur nochmal wiederholen. Die Games, die man spielt, wir gucken mal ganz kurz, wie viele Stunden du da so verbringst. Lost Ark, Call of Duty und so weiter und so fort. Also ich würde fast behaupten, man kann mitunter ab 5 bis 10, 15 Stunden eigentlich schon ein Review schreiben. Und das muss ja nichts Riesiges sein. So was Kleines hier ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, klar, wenn du das rein spammst, wenn du einfach ganz viele Review spammst, weiß ich nicht, inwiefern das eben wiederum von Steam erkannt wird. Nicht bezogen auf den Trust-Faktor, aber so vom System an sich. Also einfach irgendwelche Spam-Reviews zu schreiben, das kommt bestimmt nicht gut an. So, da haben wir ja Mr. Life is Dream und da wabbelt mir schon was entgegen. Leider sind solche Anime-Hentai-Titty-Accounts so ein bisschen negativ belastet. Das muss natürlich nichts heißen, so grundsätzlich, aber während der Overwatch-Zeit bei CSGO waren halt sehr viele Cheater-Accounts wirklich so, ja, ein Jahr alt, naja, nicht in unserer Gruppe. Also das könnte in Theorie auch der Account von einem Smurfer oder halt Cheater sein, wobei ich jetzt auch nicht so harsch sein möchte. Die gespielten Stunden, die sind hier immerhin so ein bisschen vorhanden und auch ein paar Achievements sind freigespielt. Das sind natürlich alles Dinge, die halt einfach das Ganze realistischer wirken lassen oder halt besser, schöner wirken lassen, den Account. Und die natürlich auch auf eine handfeste Weise besser machen. Ich wiederhole hier nochmal, wenn ihr jetzt fragt, warum erzählt er davon? Im letzten Video in Teil 1, das unten verlinkt, könnt ihr euch die ersten 5-6 Minuten angucken, da erkläre ich exakt, warum ich das hier mache oder vielmehr, warum es von euch erfragt wurde. So, jetzt kommt hier der Account von Moderator Blumiu. Blumiu ist mittlerweile viele Jahre bei mir Moderator und Blumi, ich denke, oh, Macher, einfach so ein Macher. Ja, also ich bin begeistert, Blumi, das ist ein sehr schön gestalteter Account, sieht wirklich gut aus, ein Augenschmaus und auch in diesem Bereich hier kann man nicht meckern. Viele Spiele, einige Screenshots, Workshop-Items, nice, was hast du da drin? Aha, aha, du hast also Maps gemacht oder wie? Ist das eine Map? Wahrscheinlich, ne? Geil, Blumi, Macher. Artworks? Wahrscheinlich Anime-Kram, Achtung, 100 Pro. Steam? Counter-Strike-Update! Wenn jetzt ein Update kommt, kotze ich. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Hat ein bisschen zu lang geladen. Aber wie gesagt, Blumiu, guter Account. Mich würde interessieren, wie das ist. Ja gut, du spielst Counter-Strike eigentlich gar nicht mehr, vor allem nicht alleine. Aber wenn du alleine spielst, Blumi, wie ist dann so deine Erfahrung? Wirst du krass umgecheatet? Ich würde mal behaupten, dass es wahrscheinlich eher seicht bei dir ist oder eher gemütlich. Schöner Account, auf jeden Fall. So, Rubberhead, du bist der Nächste, der bewertet wird. Und hier, oi. Guck mal da, 46 Workshop-Items. Da ist aber jemand richtig aktiv. Rubberhead, wir haben ja hier einen Künstler unter uns. Sag doch was. Da musst du im Stream mal drüber erzählen, was du da alles getrieben hast. Geile Meile. Boah, ja, das ist natürlich ja auch ein geiler Account. Ach, guck mal, hier auch direkt Items up for trade. Items up for trade. Ah, ja. 2000 Marktransaktionen. Also hier siehst du halt direkt, dass das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit halt ein richtiger Account ist. Aber Rubberhead nicht in unserer Gruppe. Du bist halt nicht mehr drin. Rubberhead. Come on. Ich denke, dass vor allem Workshop-Items und auch Guides richtig gut reinziehen. Das ist auch so eine Sache, die Leute über mich sagen, dass mich meine Guides wahrscheinlich auch gut pushen. Und warum, ist auch alles im ersten Video erklärt. Ja, also, guter Account. So, Raven, was haben wir denn hier? Gold im Hintergrund, welcome. Aha, 1000 Screenshots. Aber keine öffentlichen Spiele. Würde ich auf jeden Fall noch ändern, wenn ich du wäre. Aber sonst, holy shit, was für ein Banger-Account. Bist du verrinkt, bist du reich, oder was? Warte mal, der ist doch reich. Boah, hier kann man ja ewig scrollen. Also da bin ich jetzt aber wirklich hier lange runtergescrollt. Nice. Oh Raven, das würde mich interessieren, wie es bei dir so ist, auf wie viele Kackvögel du antriffst. Deine Freunde scheinen privat zu sein. Da würde ich, also wenn man bei den Privacy-Settings Dinge auf privat stellt, kann das halt cockig wirken. Und wenn man bedenkt, wie die Volvos selbst ihren Trust-Faktor beschrieben und festgelegt haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das halt zu einem etwas schlechteren Trust oder zu einer Verschlechterung führt, wenn du halt vieles auch privat hast. 10 Jahre, ja, das ist ein Banger-Account. Man erkennt hier auf jeden Fall auch, dass du da aktiv drauf unterwegs bist. Nun folgt Headstyle, der Profi, so kennen wir ihn. Fast 2000 Achievements, nice. Oh, ich glaube, da bist du sogar ein gutes Stück über mir. Workshop, du hast auch Workshop-Geschichten am Start. Artwork, Reviews, oder sind das fremde Workshop-Sachen, was natürlich auch nicht schlimm ist. Ich habe bei mir auch, man sollte irgendwie, warte mal, ich guck mal kurz. Hast mich ja auf deiner FL, danke. Gab's doch irgendwie was, lass kurz gucken, warte. Collections, ich habe auch irgendwann mal eine Collection angefertigt, weil ich dachte, kann ja nicht schaden, ne? 146 Follower. Merkt ihr was? Apropos Follower. Unsere Steam-Gruppe hat auch einen Kurator, das weiß nur noch keiner, also bis auf 2. Da kann man auch, also wenn man möchte, ne, von den Bubblern kuratierte Spiele, na sicher. Das sieht hier drüben auch schon nicht schlecht aus. Das Alter hatte ich, glaube ich, eben schon kurz offen, oder? Hatte ich? 17, oh, das ist sehr, sehr nice. Und ja, hier natürlich aufbauen, das sage ich eigentlich bei jedem.
Freunde durchsuchen und mehr hinzufügen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem von TubeU, vielen Dank nochmal an dich, Mannerlords geschenkt bekommen, habe da schon ein bisschen reingedaddelt und auch direkt halt Screenshots rausgehauen, weil es einfach ein geiles Spiel ist. Also man teilt ja auch seine Leidenschaft halt dann mit der Community und ja, das oder vielmehr solche Dinge macht man nun mal auf seinem Main-Steam-Account und nicht mit irgendeinem Cheat- oder Smurf-Account. Welcher Smurfer baut den Account so weit aus und teilt dann irgendwelche tollen Sachen? Guter Account-Headstyle. Guck mal da, Turboaffe, habe ich gerade noch vorhin im Stream gesehen. Turboäffchen, 13 Jahre alt, also der Account. Oh, guck mal da. Komplettiert, nice. Auch schon 20 Reviews, geile Meile und ein Workshop-Item. Ich bin da immer sehr, oh, guck mal da. Ich finde sowas einfach geil, wenn ihr, also wenn man was macht und das dann halt so bereitstellt. Die Sachen, die ich habe, die sind eigentlich lächerlich im Gegensatz zu so geilen Sachen wie Skins. Ich habe einfach nur irgendwelche Garry's Mod Sachen gebastelt und dann hochgeladen, aber so Skins und Sticker und sowas. Also Turboaffe, Freunde überprüfen und hier halt immer weiter ausbauen. Klar, älter wird der Account ja von alleine. Und als nächstes kommt Kev. Also Kev, würden wir auf deinen Account treffen, es gäbe einige bei uns in der Community, die direkt sagen würden, oh, das sieht aber nicht gut aus. 7 Jahre alt und ein paar Skins am Start, das ist natürlich ganz nice, aber es ist sonst irgendwie gar nichts. Du hast zwar 32 Spiele, aber man sieht halt keine Screenshots und du hast 2 Reviews, ja nice, immerhin. Ich gucke mal rein, was spielst du denn? Wo sehe ich jetzt die Playtime? What the fuck? Keine Spiele zuletzt gespielt, das sieht gar nicht gut aus. Warum sehe ich hier nicht die Spielzeiten? Hast du die alle gar nicht gespielt oder was? Dein Account sieht optisch nach einem extrem schlecht getrusteten Account aus, also wirklich fürchterlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass du mitunter viele, viele Cheater abbekommst. Auch keine Freunde am Start. Also ja, Kev, das Smurf- oder Cheat-Account. Und guck mal da, als nächstes haben wir Noriko mit dabei. Jojojo, keine Freunde angezeigt, nicht so gut. Aber es gibt hier viel zu sehen. Ah, guck mal da. All Stickers and their Colors. Aha, Workshop-Items. Gucke mal da, oder auch nicht. Anzeige verbuggt oder was? Reviews sind am Start, sehr schön. Ich würde hier auf jeden Fall die Freunde auf öffentlich schalten. Und die auch durchsuchen. Also nicht, dass da irgendwelche Cheater mit dabei sind. Sonst ganz in Ordnung aus, ja. Also da ist viel. Der Account hat schon viel gesehen, ich nehme an. Der hat auch ein gewisses Alter schon auf dem Buckel. Ja, 18 Jahre, guck mal da. Aber für 18 Jahre ist es schon sehr mager. Also da kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen was nachschieben. Brutaler Typ, gucken dir an. Zickzack, aha. Eine Gruppe Linsensuppe, geil. Und was haben wir hier? Ah, Leute, die gefistet wurden. Sweet. Hier ist noch nicht allzu viel zu sehen, obwohl der Account schon relativ alt ist mit 17 Jahren. Spiele auch nicht auf öffentlich, würde ich auf jeden Fall machen. Und dann natürlich reinrödeln, ganz klar. Freunde auch ganz dringend überprüfen, nicht, dass da irgendwie bei den 26 Keks dabei sind. Ich weiß nicht, wie viele Spiele du hast, aber da geht mehr. Also nicht zwingend Spiele, aber halt Screenshots, Reviews, Guides, Artworks, pipapo. Und 12 Badges, da habe ich selbst auf meinem dritten Account, und das ist ja nur mein Trade-Account, immerhin 6 Badges. Also war gar nicht so weit voneinander entfernt. Da würde ich schon noch was nachlegen, ja. So, als nächstes Tintin mit Happy Tree Friends. Das ist direkt ansprechend. Und hier gibt es auch relativ viel zu sehen. Badge Collector, nice. Oh, 19 Jahre. Oh. Einige Spiele bestimmt auch am Start. 149, ja, das ist für 19 Jahre schon mal sehr, sehr nice. Reviews, klar, da geht auf jeden Fall mehr. Ich weiß, dass ich das, also man sollte sich jetzt nicht hindocken und sich zwingen, jetzt einfach irgendeinen Scheiß zu schreiben. Reviewt einfach die Spiele, die ihr gespielt habt und natürlich bei denen ihr auch dann irgendwie halt Lust verspürt habt, die ihr wirklich reviewen wollt. Wobei es nicht zwingend positive Lust sein muss, kann auch sein, dass euch einfach irgendein Spiel überhaupt nicht gefallen hat, dann schreibt ihr halt ein negatives Review, bumm. Aber da kann man, finde ich, halt auch gut was für die Community einfach machen, weil sie halt lesen können, oh, der fand es jetzt aber wirklich gar nicht gut. Oder er fand es sehr gut, weil. Ja, aber sonst ist immerhin alles auf öffentlich, oder? Ist das Inventory nicht öffentlich? Ah doch. Die favorisierte Gruppe fehlt natürlich noch, aber sonst läuft. Schäkelberg, du alter Knödel. Deinen Account habe ich natürlich auf meiner FL, aber bitte immer Link ist viel, viel besser. Wenn ich hier so runtergehe, sehe ich natürlich direkt favorisierte Gruppe Bubbler optimal. Wackerofix, das ist doch von mir. Oh, das ist aber süß. Favorisiert das Game, Skins, ganz viel Kruschel, Steam Year Review, bla bla bla. Und Blatant Cheater Reporters Account. Du hast something about it, what the fuck? Toxic Player? Schäkel, was muss ich da hören? Sag mal, ist das der gleiche Schäkel, mit dem ich immer spiele? Dein Account ist nur 2 Jahre alt, Schäkel. Warte. Hä? Schäkel, wir kennen uns doch schon 4 Jahre mindestens. Ich bin mir zumindest sicher, dass wir uns relativ lange kennen. Aber 21? Echt? Ha, naja. Sonst sieht der Account gut aus. Ja, also da kann man sich nicht großartig beschweren, aber ich hätte schwören können, dass der älter ist. Du hast einen Guide, Schäkelbekel. The Real Trust Factor Guide, Schäkelbekel. Ach, guck mal da, Leute, da könnt ihr euch direkt einlesen. Daumen nach oben, na sicher. Als nächstes haben wir Xerox auf der Liste. Oh, guck mal da, gute Spiele aus. Oh, Bad Company 2. Oh. Ich kann mich an Bad Company 1 noch richtig erinnern, aber was war.
Was war mit dem Zweier? Ich weiß das nicht. 13 Jahre alt, sehr schön. Schicke Skins. Freunde durchsuchen, hier weiter dran arbeiten. Sonst, ja gut. Also das ist auf jeden Fall ein sehr solider Account. Also Kosch, kein Plan, ob es wichtig ist. Hatte den Account ursprünglich mit meinem jüngeren Bruder. Mittlerweile share ich meine Sachen mit ihm über Steam Family Sharing Beta. Habe den Eindruck, dass es seit einiger Zeit schlimmer wird mit den Cheatern. Habe im Moment trotzdem kaum welche. Also es wird schlimmer, so overall, aber nicht bei dir? Oder hast du den Eindruck, dass es schlimmer wird, weil du davon oft hörst? Es ist halt schwierig, diese, wie habe ich es im letzten Video genannt, ich glaube dieses Lager, das ist halt sehr laut. Negatives ist meistens lauter als Positives oder auch Neutrales, man geht meistens komplett unter. Schwarz und Weiß und in dem Fall halt hier, da sind ganz viele und alles ist voll. Das hört man natürlich oft, ja. Aber wie die eigene tatsächliche Lage ist, kann man ja nur daran erkennen, wenn man halt spielt und guckt, wie krass man eben umgecheatet wird. So, schicker Account, wobei mir hier beim Hintergrund ein bisschen schwindelig wird, nach unten hin noch nicht allzu viel zu sehen. Mehr Games, mehr Screenshots und so weiter und so fort. Freunde dringend überprüfen, sind nur 25, da musst du gucken. Und Gruppen hast du gar keine oder du hast die zumindest nicht öffentlich? Würde ich auch schauen, dass die halt auf öffentlich stehen. So, Rubino, der nächste in der Liste. Sehr schickes Artwork. Mhm, selbst gemacht? Wahrscheinlich nicht. 166 Games, 8 Jahre. Schön, schön, schön. Welcome. Und dann kommen hier noch so ein bisschen, ah ja, kommt noch ein bisschen Info nach unten hin. Das ist schön. Das sieht auch auf jeden Fall nach einem sehr soliden Grundgerüst aus, Rubino. Du kannst gerne noch in die Kommentare schreiben, wie schlimm oder gut bei dir die Spiele aktuell sind. Hier, ja, wie schon die ganze Zeit erwähnt, würde ich reinwurschteln. Artworks hat er zwei, wahrscheinlich das Star Wars Ding, das 1000 Jahre zum Laden braucht und was anderes. Und Reviews zu irgendeinem, weiß ich nicht, Pornospiel, Garry's Mod und Terraria. Aber das ist, Rubino, das jetzt, kein gutes Review. Weitermachen. Ach, guck mal einer, schau, da haben wir Bergmolch als nächstes. Ultra cooler Avatar. 8 Jahre am Start. 6 Gruppen, Freunde, Spiele, alles mögliche, öffentlich. Hier steht noch nicht allzu viel drin, aber das kommt. Das ist natürlich ein sexy Bild, ganz klar. Und der Account ist auch gut, ja. Natürlich fehlt hier noch unsere Steam-Gruppe, die Dumbabla, aber sonst, ja, schön weiter wurschteln. Als nächstes haben wir ja Pegasus aka Desert Hydra am Start. Schicke Artwork, Sachen, Bibas, Gruppe, Linsensuppe, einige Infos und dann kommen die Kommentare. Freunde, öffentlich Games, Gruppen und so weiter und so fort. Alter? 4 Jahre alt, okay. Ja, auf jeden Fall ein guter Account in the making, würde ich sagen. So, Wombat, der nächste, das haben wir doch eben schon gesehen im Hintergrund, den kennen wir doch. Schön rot gehalten, optisch natürlich ansprechend, wenn einem rot gefällt. Und ganz viel zu sehen nach unten hin. Ach, da, guck mal da, nee. Der köttelnaschende Wolf, Doppelglaubel hatte ich auch, aber hier bei Dingens, nee. Das hat sich unmöglich angefühlt, da irgendwie zu steigen. 19 perfekte Spiele, geile Meile. Ist auch sehr angenehm fürs Auge, jetzt hier einfach ein schwarzer Hintergrund. Ja, also der Account sieht auch gut aus. Revi, hatten wir dich nicht eben schon? Kannst du dich bitte über die Spiele aufregen? Nee, hatten wir noch nicht, alles gut. Willkommen auf meinem Steam-Account, sehr, sehr schön, cooles Avatarchen. Alter, 3000, bist du wahnsinnig? Ich merke schon, wer damit pfeift. Hat er mit Absicht gemacht. Letztens bestimmt 8 Spiele gehabt und jetzt einfach nochmal 3000 plus dazu gekauft. Gauner. Freunde öffentlich schalten, ganz klar. Mehr Reviews bei der Anzahl an Spielen. Ich bitte dich und guckt euch das mal an, wie weit man die nach unten rödeln kann. Och, was ist das jetzt hier? X-Mess Gift. Best Woman. Och, von einer Frau geschenkt bekommen? Richtig nice. Heieiei. Also das, der Account ist sicherlich auch schon etwas älter hier. Wenn man sieht, was da alles schon gemacht wurde. Steam Deck auch am Start, da haben wir auch schon mal gemauschelt von wegen, das fließt bestimmt auch sehr positiv in den Steam-Account, wenn du mit deinem Steam-Account das Steam Deck kaufst zum Beispiel oder die VR-Brille. Weil ja, welcher Smurf oder Cheater macht das schon mit seinem Account? Wie gesagt, Freunde öffentlich stellen und jetzt gucken wir noch kurz rein, wie alt der Account ist. Ah, 17 Jahre. Das ist echt stabil. Beide Daumen nach oben und das Video wird ewig. 51 Minuten Aufnahmezeit schon. Alexcelerate ist einer der wenigen bei uns, der mit einem relativ schlechten Trust-Faktor rumkam. Also bei ihm haben wir schon öfter mal die gelbe Meldung gehabt. Das ist sehr selten, aber ja, bei ihm kam sie gerade vor, ich glaube, 3 Wochen nochmal oder mal wieder. Mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Hängt natürlich auch davon ab, auf welchem Account ich selbst spiele und mit wem wir zusammen spielen. Mein zweiter Account ist natürlich nicht so gut getrustet wie mein Main-Account. Da kann es dann eher vorkommen, dass man halt eine Meldung sieht in der Hinsicht. Montag, Ruhetag, gut. 43 Spiele, Screenshots, Videos. Also da hast du schon ordentlich geballert. Ich glaube, ich kann mich noch ungefähr an den Account erinnern, wie er noch vor einem Monat oder zwei oder vielmehr 3 ausgesehen hat. Also ja, da ist auf jeden Fall schon Bewegung drin. Sieht gut aus. Er wird von Zeit zu Zeit ja immer älter. Und wenn du hier schön reinrödelst und aktiv bist und in der Steam-Community eben auch dich positiv zeigst, dann sollte das passen. So, Skandalf, guck ihn dir an. Skandalf, du siehst genauso aus, oder? Ich habe mir das schon so in den Kopf reingebrannt, dass du bist. Das bist 100% du, ganz sicher. Skandalfinis Account. Hier ist alles auf öffentlich. Schöne Skins, guck mal da. Einige Spiele, hier kommen direkt die Kommentare. 15 Jahre alt. Ja, ja.
heiter weiter. So, noch 6 Leute. Forti, aber bestimmt nicht der Forti, oder? Nee. Hier ist vor allem an der Seite noch ein bisschen wenig, aber das in der Mitte sieht schon ganz gut aus. Ist ja auch wieder sehr nice Skin. Sweet. Freunde würde ich öffentlich stellen, Spieler auf jeden Fall auch. Ach, Beats, das bist du, Mr. Beats. Ah ja, wir haben uns ja gerade vorhin noch im Stream gesehen. 18 Jahre alter Account, gut. Ja, da würde ich das eben erwähnte halt noch machen. Also Freunde öffentlich stellen, Spiele öffentlich stellen, Freunde durchsuchen, sind da Cheater dabei oder beziehungsweise wackerbannte Accounts, wenn ja, weg damit. Und dann läuft der Hase. Backserpent, auch mit diesem Hintergrund, der sich so bewegt. Ja, es ist ein bisschen, ich finde es anstrengend für die Augen, das hier. Nicht, dass du es deswegen ändern sollst, aber ich finde es anstrengend. Ganz viele tolle Kommentare bestimmt da unten drin. Gruppen passen, Spiele, Freunde, alles öffentlich. 10 Jahre alter Account und auch ein paar Badges noch mit dabei. Nice. Level 22. Ja, ich weiß, Kretel hat letztens schon geschrieben, ich wäre nicht so viel auf die Level eingegangen. Das Level ist halt auch einer der Punkte, das kann man sich, ja, so, naja, jetzt nicht so leicht nach oben pushen, aber man kann es trotzdem, es ist ganz, ja, man kann es pushen. Natürlich ist ein hohes Level besser als ein niedriges, aber ob ich jetzt mit Level 50 im Vergleich zu Level 100 einen extrem schlechteren Trust-Faktor habe, nur wegen dem Level, das wage ich doch sehr stark zu bezweifeln. Aber klar, Level, so viel es geht. Das Hochstacken geht übrigens relativ einfach. Wenn ihr ein paar Cent auf dem Account habt, könnt ihr das schon machen. Ihr klickt einfach auf euer Level und guckt dann hier auf dem Account, ist halt nicht viel zu sehen, was ihr schon so gesammelt habt. Auf meinem Main wäre jetzt hier ganz viel mit 3 von 5 Karten zum Beispiel. Dann klicke ich hier drauf, Waifu Hell, super Spiel. Und dann kaufe ich hier einfach die letzten paar Karten für 3 Cent die Karte oder sowas. Oder 5 Cent die Karte. Dann kann ich daraus direkt ein Badge machen und kriege halt 100 XP. Ja, aber kommen wir zurück zu deinem Account, Workshop-Items. My IUP Darksides. Ach, auch jemand, der hier in Skins macht. Sweet. Als nächstes ist Conno dran, auch ein Skinsammler. Nice. Viele schöne Sachen, die das Leben schöner machen. Global auch sweet. Spiele und Kommentare. 20 Jahre alter Steam-Account. Das ist natürlich echt geil. Da würde ich die Freunde auf jeden Fall auch auf wackebannte Leute untersuchen und hier noch ein bisschen aufbauen. Bei dem 20 Jahre alten Account sind 36 Games jetzt halt nicht so krass. Aber ja. Kann man schon, also es ist schon in Ordnung. Schön weiter ballern. Als nächstes und vorletzter Account für heute haben wir Nemesis am Start. Direkt ganz oben die Bubbler-Gruppe. Das ist natürlich süß. Vielen, vielen Dank dafür. Ein Item-Showcase, Items up for Trade, Award-Showcase, ganz viel gekruschtel, Spiele und so weiter und so fort. Wow, geht's hier tief. Okay, toller Mann, schön. Das ist doch die eigene Frau, Mister. Freunde überprüfen, mehr Spiele holen und Zeit vergehen lassen. Wobei natürlich mehr Spiele jetzt so salopp dahingesagt ist. Man muss sich jetzt nicht ultra viele Spiele kaufen, um einen guten Trust-Faktor zu haben. Aber mehr ist besser als weniger. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Cheat-Account. Naja, so sieht es zumindest aus. Also das ist nicht schön, gar nicht schön. Zwar 13 Jahre alt, aber der Rest sieht nicht gut aus. 6 Badges. Das sind auch so Accounts, die ich eigentlich nicht auf meiner FL aufnehmen würde. Also das sieht so wild aus hier. Jetzt bin ich übrigens doch mal für deinen Account hier auf SteamRap gegangen. Deine Freunde sehen hier clean aus. Also zumindest in der Übersicht. Wenn ich aber die Accounts angucke, das sind absolut ekelhaft verschissene Accounts. Ich würde fest davon ausgehen, dass hier auf jeden Fall Cheater mit am Start sind. Und dass auch dein Account mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht legitim benutzt wird. Also get banned bitte, Dankeschön. Und falls ich mich irre, sorry. Ja, das war's soweit mit der Bewertung. Es waren jetzt, glaube ich, nochmal 34 oder 36 Stück. Ich habe über eine Stunde aufgenommen, mal gucken. Ich hoffe, ich kann das Video trotzdem so kurz wie möglich machen. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, was ihr jetzt von diesem Format, wenn man das als solches bezeichnen möchte, haltet und ob ihr euch da vorstellen könntet, in 2 oder 3 Wochen nochmal sowas zu sehen, sofern sich halt dann auch wiederum Bewerbungen dafür ergeben würden. Natürlich keine doppelten, sondern neue. Ja, dann mache ich hier direkt einen Deckel drauf. Es ist schon 3:07 Uhr morgens und ich muss das noch schneiden und ready machen und so weiter und kann dann erst ins Bett gehen. Also ich ziehe durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Kommentare, für eure Likes. Komm, wir lesen noch 3 Kommentare durch, auch wenn wir jetzt gerade kein Giveaway dazu pressen. Wir haben ja einmal vor einer Stunde von Mick Tattoo oder Tattoo. Ich denke wahrscheinlich, es liegt am Account, ob du öfter reported worden bist oder eben irgendeinen Steam-Account gekauft hast, etc. Ich nehme an, das war die Frage, warum man öfter umgecheatet wird und andere irgendwie gar nicht umgecheatet werden. Ja, also kurzum, halt Trust-Faktor-mäßig bedingt. Ja, das denke ich auch. Dann haben wir hier vor 4 Stunden von Evil Darkness. Ich habe 10.000 in CS2 drin, Investment. Und vor 4 Stunden von Mr. Flex JP5BG, das Game wird ein Troll. Da ging es um Deadlock. Das neue Spiel von den Volvos. Ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Stream morgen 18 Uhr oder im nächsten Video übermorgen um 17:15 Uhr wahrscheinlich. Haut da rein, bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram.